Hallo und willkommen zurück. Ich mache heute eine Bildbearbeitung eines Infrarotfotos. Dazu nehmen wir wieder das Programm Darktable, was sich hervorragend dafür eignet. In Version 3.0, also alles ganz neu. Nicht erschrecken, wer es noch nicht kennt, wer die alte Version noch kennt. Ich habe das Bild schon reingeladen. Es ist eine Aufnahme von Rügen. Der eine oder andere kennt die schon aus dem Workshop. Die benutze ich da auch immer für die Vorführung der Bearbeitungsschritte. Das Foto wurde mit einer Samsung NX500 aufgenommen. Eine kleine Crop-Kamera und das Entscheidende ist, dass ein Filter installiert war mit 630 Nanometer. Also wir können hier richtig schöne Farbaufnahme draus bearbeiten. Das ISO-Bild wurde mit ISO 100 aufgenommen, das heißt, wir haben wenig Rauschen zu erwarten. Das Bild, so wie es hier dargestellt wird, kommt genau aus der Kamera. Das heißt, der Weißabgleich in der Kamera war schon gut eingestellt und bietet uns eine gute Grundlage, auf der wir jetzt aufbauen können mit unserer Bearbeitung. Bevor es losgeht, mache ich hier ganz kurz eine neue Kopie. Duplizieren. Die RAW-Datei ist die gleiche, bloß eine andere Bearbeitungsversion. Ich öffne jetzt die zweite. So, wie wir sehen, sind hier schon mal im Verlauf schon ein paar Sachen, die standardmäßig eingeschaltet werden. Das ist auch richtig und ist auch gut so. Ich habe mir die wichtigsten Module schon in meinem Favoriten-Tab hier gespeichert. Und ja, jeder weiß, sollte wissen, dass das Wichtigste an einer Infrarotbearbeitung erstmal der Weißabgleich ist. Um den Weißabgleich einzustellen, können wir hier den manuell setzen, Weißabgleich wählen. Wählt er standardmäßig das ganze Bild ein, was okay ist, wenn ich nicht weiß, wo ich ein Weißabgleich hinsetzen möchte. Hier in dem Motiv habe ich die Kreideküste, diese Steilküste als Bereich, den ich irgendwie als weiß ansehen würde. Und jetzt versuche ich hier einen halbwegs schönen Bereich rauszufinden, der in dem Bereich jetzt sozusagen den Weißabgleich richtig einmisst. Das sieht erstmal ganz gut aus hier an der Stelle. So, als nächstes. Infrarotfotos sind von Natur aus ein bisschen flau, das heißt, wir passen den Kontrast ein bisschen an, den Schwarz- und den Weißpunkt hier. Geht am schnellsten über das Histogramm. Indem wir scrollen. So, das ist schon mal ganz grundsätzlich. Was mich an dem Bild hier noch stört, ist, dass wir ein bisschen schräg im Wasser liegen. Das heißt, wir machen das mal ganz kurz ein bisschen gerade. Was ich immer mit einschalte, ist die Dunstentfernung und lokaler Kontrast. Das kann grundsätzlich immer gleich erstmal an. Wir sehen schon, wir haben jetzt hier so ein bisschen die Schwarzwerte, die uns ein bisschen absaufen. Deswegen steuern wir mal gleich gegen. Das kann zwischendurch immer mal wieder gemacht werden. Die Reihenfolge, in der die Bearbeitung hier erfolgt, ist nicht wichtig. Als nächstes will ich hier auf jeden Fall nicht dieses blaue Laub haben, sondern richtig schönen Gold. Das heißt, ich aktiviere mir den Kanalmixer mit dem Preset Rot-Blau-Kanaltausch. Im letzten Video hatte ich schon erklärt, der muss hier aus diesem linearen RGB-Bereich raus, einfach davor gesetzt werden, damit das Gelb richtig schön kommt, damit wir keinen Rotstich bekommen. Und jetzt können wir weitermachen mit dem Modul grundlegende Anpassung, heißt das. Zuallererst für mich Sättigung komplett hoch. Jetzt sehen wir schon, das Gelb kommt hier richtig gut raus und das Blau im Himmel ist auch ein schönes. Ich würde den Kontrast hier noch ein bisschen anpassen. Vielleicht die Spitzlichtkompression ein bisschen, die macht hier, dass sie nicht so viele Sachen ausfressen. Mit der Taste O kann ich das an- und ausschalten, die Überbelichtungswarnung oder hier unten das Kästchen, wer es nicht kennt. Genau, ein bisschen mehr Helligkeit vielleicht noch mit rein. Belichtung ein bisschen runter, das sieht ganz gut aus. So, dann noch das Modul Farbbereiche. Ich will ein bisschen den Farbton verändern von dem Himmel. Kann ich mal hier mir den Bereich angucken, in dem die Tonwerte sich befinden. Den ziehe ich hier dann so ein kleines bisschen nach oben. Und ganz wichtig, die Sättigung auch. So, genau, das kann ruhig ein bisschen. So, das ist jetzt das Nachher, so war es vorher aus dem Himmelsbereich. Ich glaube, da haben wir schon mal gut was gewonnen. Ich mache mir eine zweite Instanz von. Ups. Und will dann damit die Laubbereiche ein bisschen anpassen. Das ist hier der Bereich. Mit dem Gelb und dazu hole ich mir die Sättigung auf jeden Fall noch hoch. Und auch was Helligkeit angeht, würde ich hier auch noch mal ein kleines bisschen nachlegen.
ein bisschen vielleicht, dann leuchtet das einfach mehr. Ne? Das ist unser Vorher- und Nachher-Laub. Kommt einfach ein bisschen besser raus. Ja, und jetzt sind wir auch schon so gut wie fertig mit dem Bild. Wir wollen nochmal hier eine Kleinigkeit, das hat nichts mit Infrarot zu tun. Hier sind so ein paar Vögel im Bild. Die stören mich ein bisschen. Da gibt es das Retusche-Modul, die hier einfach die Vögel sozusagen rausstempeln. Hier sind noch welche. So, das geht relativ schnell. Einfach klicken. Fertig. Einen vergessen? Nein. Gut, einpassen. So, schon viel sauberes Bild. Zum Schluss können wir uns noch mal ein bisschen angucken, hier, was die Details sagen. Wir können das noch mal ein bisschen nachschärfen. So, das können wir hier noch mal ein bisschen intensiver einblenden auf jeden Fall. Vorher, nachher, das bringt schon was. Und wir haben hier so ein ganz klein bisschen, man sieht das vor allem im Himmel, so ein Farbrauschen drin. Und deswegen würde ich das Entrauschen-Profil, das schieben wir uns nochmal in die Favoriten rein. Würde ich das auf jeden Fall nochmal anwenden, aber bloß als Chroma-Voreinstellung, der bloß das Farbrauschen unterdrückt. Das passt ganz gut. Mal kurz gucken, wesentliche Teile sind nicht überbelichtet. Das bisschen hier an der Klippe ist nicht schlimm, das macht für den Bildeindruck nichts. Und hier ist auch wahrscheinlich bloß der Blaukanal überbelichtet. Ist an der Stelle in den Wolken auch nicht schlimm. Was man machen könnte, ist einen kleinen Verlaufsfilter reinlegen. Da ist er schon. Der mir den Himmel dann so ein bisschen abdunkelt, das ist schon zu viel. Wir können hier die Stärke ein bisschen zurücknehmen. So. Ja. Genau, das passt ganz gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe vor, in nächster Zeit ein bisschen öfter so eine Art Bildbearbeitung zu machen, die relativ schnell und unkompliziert sind. Also das war das Bild, wie es ungefähr aus der Kamera kommt. Und das ist das Foto, wie wir es jetzt bearbeitet haben in der Version. Wie gesagt, wenn Fragen sind, wenn ihr Anregungen habt, ich freue mich über ein Feedback. Ich freue mich, wenn ihr euch einfach mal meldet. Und wenn ihr Lust auf Infrarot überhaupt habt und euch vielleicht noch eine passende Kamera fehlt, sagt einfach Bescheid. Bis zum nächsten Mal.